Einen wunderschönen guten Morgen, Waldemar. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Und die Sonne scheint. Ja, richtig. Morgen, die Sonne richtig scheint. Geiles Wetter heute. Ja, was haben wir heute vor? Da bin ich mal gespannt, was du vorhast. Ja, also wir werden heute natürlich ein bisschen mit Spoons aktiv sein. Also Sonne scheint, wir stehen hier auch in leichten Dress. Und deswegen heute werden wir versuchen, so ein bisschen die Forellen mit Reizbisse ja, an den Haken zu bekommen. Ne? Selbstverständlich. Ne? Da haben wir noch die zweite Route, die wir haben, auch nochmal ausgelegt. Wir werden heute so ein bisschen auf das Thema eingehen. Flexibel und vor allem leicht am Forellenteich mit UL. Und ich werde euch nachher so ein paar Sachen vorstellen, mit denen ihr dann tatsächlich gerade so an so größeren Gewässern, wenn das Wandern erlaubt ist, auch mal mit leichtem Gepäck los könnt und nicht unbedingt immer die schweren Taschen mitschleppen müsst. Deswegen, ja, bleibt dran, lasst euch überraschen, ne? Und ja, wir hoffen mal, dass was passiert. Ich sehe aber eine Menge Wasser hinter dir hier. Richtig, richtig, ja, also da habe ich eine große Aufgabe vor mir. Und wie ihr schon genau gesehen habt, wir sind hier im Angelpark zur Grafenmühle im Bottrop. Ein etwas größeres Ding, warme Temperaturen, eigentlich alles, was gegen uns spricht. Versuch jetzt gleich mal mit Reizbissen, einfach mit einem kleinen Spoon durchgezogen. Vielleicht bleibt ja eine kleben, wäre natürlich geil. Bleibt dran, wir probieren es mal. Ja, Waldemar, du hast jetzt einen Spoon dran. Ja. Da steht drauf 2,5 Gramm. Genau, richtig. Ja, ich führe den aber trotzdem ein bisschen schneller, weil ich möchte den oben haben. Ich könnte jetzt natürlich auch einen leichteren nehmen mit 1,5 Gramm, aber die Fische hüpfen ein bisschen weiter draußen. Deswegen, ich nehme einen 2,5 Grammer und versuche den auch ein bisschen schneller zu führen, dass der oben bleibt. Zur Hilfe kann man dann noch die Rute ein bisschen hochheben. Dann geht der auf jeden Fall oben. Ja, also ich habe einen Biss habe ich schon gehabt, aber... Und apropos leichter, wo fängt eigentlich OL an und wo hört das auf? Weil das ist immer wieder, kriegen wir die Frage rein. Ja. Ja, ja. OL-Route, was soll die können? Also ich sag mal, die sollen natürlich sensibel sein, feinfühlig, ganz klar, so dass ich jeden Biss mitkriege. Zum anderen muss sie aber auch genügend Rückgrat bieten. Also ich spreche jetzt mal von mir. Ne? So, okay. Was für mich also große Fische meinst du? Ja, nein, nicht nur große Fische. Also ich möchte ja auch Spaß daran haben, wenn ich mal so einen kleinen dran habe. Ne? Okay. Und deswegen sage ich, also wirklich eine Route, die feinfühlig ist. Ne? Die aber genügend Rückgrat hat, ja, dann sollte das eigentlich auch schon ausreichend sein. UL, wo fängt es an? Also ich sag mal 0,004 Köder, also 0,4. Es gibt Tungstenköpfchen mit 0,1 Gramm oder ganz schwere Lose, wo nur der Köder das Gewicht bildet. Ne? Ich sag mal, da fängt es an und aufhören tut es für mich persönlich, sag mal so bei 5 Gramm. Ja, genau. Ne? So, da alles, was da drüber ist, wird schon ein bisschen schwerer und... Da hole ich mir dann auch eine andere Route zur Hilfe. Ja, ich weiß, wo ich am Anfang mit dir unterwegs war und ich kam einfach ja, lässig mit meinen Barschrute, so 10 Gramm. Ich dachte, ach komm. Aber weit werfen, okay, Angelfische fangen geht, aber werfen ist nichts. Also mit den kleinen Ködern auf jeden Fall, das wird sehr, sehr schwierig. Aber dafür haben wir ja auch wundervolle Routen im Programm, die du dir jetzt mittlerweile auch schon geholt hast. Ne? Ja. Zum Beispiel unsere Softbait. Ich bewundere das immer, wie weit du kommst damit. Ja. So oder 1,80 Meter, glaube ich, oder 1,90 Meter, so kurze Route. 1,80 Meter. Also hier ist es die Kombi einfach. Ne? Rolle, Schnur und Köder und natürlich Route. Das heißt, die Route muss gut aufladen können, ne? Den Köder wirklich zu katapultieren. Die Schnur muss dünn genug sein, um das Ganze halt auf Entfernung bringen zu können. Und du siehst ja, zack, von der Entfernung. Das ist weit, das ist echt weit. Also Halbteich locker. Halbteich? Das ist kein Teich und See. Also. Aber du führst ihn echt, sehe ich gerade, quasi fast unter die Oberfläche. Ja, ja, ja. Weil die Forellen auch sehr hoch stehen. Ne? Und man sieht es ja auch mal da buckeln, mal hochspringen. Und deswegen führe ich den Spoon halt auch sehr hoch. Ein ganz einfacher Grund, der Fisch muss halt den Köder sehen. Ne? Und alles, was unter ihm langkommt, der schwimmt nicht nach unten, aber alles, was über ihm kommt oder auf Augenhöhe, ja, da geht er auf jeden Fall hinterher. Oh, Fisch! Waldemar, was lachst du da? Ich sehe gerade eine ganz lange Route in deiner Hand. Also ist das gerade nicht. Nein, eine Spoon-Route ist das wirklich nicht. Ich konnte es, und deswegen muss ich leider auch lachen, ich konnte es natürlich nicht sein lassen. Ne?
So, ich habe einmal meine Paste, meine heißgeliebte, da durchgezogen und habe sofort einen Einschlag. Aber original, einmal hast du gerade den Wurf gemacht. Und sofort, zack, Einschlag. Aber nicht, dass du jetzt auf den Geschmack kommst und die Spoonroute nur noch nein, da rumliegt. Nein, die lege ich gleich wieder beiseite. Ja, Erdbeer, ne? Ich sag mal, bei den warmen Temperaturen musst du dem mit Knoblauch nicht mehr kommen. Aber Leute, ist original. Er hat das echt hingestellt. Er sagt, Salah, ich mache die zweite Route fertig. Und da ist er am Keschern schon. Da ist er. Bin ich dein Ernst jetzt? Zwar kein Spoonfisch, aber trotzdem zeigen wir euch den gleich mal. Bis gleich. Der lacht, ey. Einwurf. Also den Fisch sieht man den nicht an, ob er auf Spoon jetzt gebissen hat oder Teich, aber nein. Glücklicher Angler. Richtig, ist auf Paste, ist er drauf geknallt. Ne? Also ich habe wirklich tatsächlich etliche Anstupser gehabt auf den Spoon. Die haben den immer wieder mal so angestupst, sogar bis zum Ufer verfolgt. Und ich habe mir gedacht, komm, mach einmal die Pastenroute fertig, probier's doch mal. Ja, wirklich der erste Wurf. Einmal lang gezogen, noch nicht mal einen Meter gezogen. Einschlag, bums. Ich war nicht mal so schnell mit der Kamera dieses Mal. War echt, du hast gerade geworfen. Ja, und sofort Fisch drauf. Also selbst, ich sag mal, wenn ihr euch was vornimmt, seid trotzdem flexibel. Habt immer alles mit dabei. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Aber es funktioniert ja. Ja, und wie ihr seht, ich versorge den Fisch jetzt natürlich auch, ne? Weil der Fang ist das eine und ich möchte den Fisch natürlich auch abends noch lecker genießen können. Deswegen mache ich eigentlich persönlich immer eins, der kommt erstmal in eine saubere Plastiktüte. Ja? Und dann habe ich natürlich gerade bei diesen warmen Temperaturen, die wir heute haben, habe ich immer eine Kühltasche mit bei. So, wir haben noch größere im Programm, wir haben unseren Kühlbackhammer noch mit drin. Für mich reicht heute erstmal die kleine hier. So, ganz wichtig, Kühlakkus, frisch geladen, 4 Stück, 2 am Boden, Fisch rein, 2 oben drauf, Tasche zu, zack. Und das ist keine normale, die hat tatsächlich innen drin nochmal eine Beschichtung. Ne? Wie gesagt, ihr seht es bei uns im Programm, wir haben so eine Kühlback, die ist etwas größer, da passen auch die dicken Lachsforellen rein. Ne? Heute reicht die kleine, oder? Heute reicht die kleine, so, den Fisch. Den werden wir uns nachher noch mal was Besonderes mit überlegen. Deswegen, also da werdet ihr auch noch was zu sehen. Deswegen soll auch schön frisch bleiben. Gerade gedacht, wir haben doch was vergessen. Na, noch nicht ganz. Ich habe es nicht vergessen. Heute wird gekocht. Genau, richtig. Wir werden nachher noch mal drauf eingehen. Das heißt Catch and Cook. Ne? Wir haben jetzt einen schönen Lachs, haben wir schon gefangen, kleinen. Ne? Wir werden nachher wieder den Xaver vorne besuchen gehen. Oh ja, gerne. Der wartet, glaube ich, auch schon auf uns. Ich besuche ihn gerne. Das glaube ich auch. Immer. Also das Essen ist bombastisch. Also hier im Angelpark zur Grafenmühle könnt ihr nicht nur leckere Fische fangen, ihr könnt ja auch leckeres Essen essen. Die haben nicht nur Fischgerichte, die haben auch Steaks, die haben also wirklich kunterbunte Palette da drin. Ich glaube, das wechselt sogar wöchentlich, wenn mich nicht alles täuscht, aber da wird euch der Xaver nachher auf jeden Fall was zu sagen können und deswegen seid gespannt, es wird lecker. Da machst du wieder die Route scharf, wa? Habe ich da vorhin was von Erdbeer gehört? Ja, richtig. Erdbeerpaste. Also ich sag mal, im Sommer ist doch ganz klar, sollte man sich vom Knoblauch ein bisschen zurückziehen. Okay. Und dann eher so in den fruchtigen Bereich, in den fischigen Bereich gehen. Ne? Und wir haben richtig geile Pasten mit Erdbeer-Banane. Und gerade bei den warmen Temperaturen ballern die Fische da ganz gut drauf, haben wir ja gerade gesehen. Und nebenbei meckern die Mädels nicht mehr zu Hause, wenn man nach Hause kommt. So ist das. Das kommt noch mit dazu. Ne? Du hast nicht mehr so diesen Geruch an dir. Also ich kenne das so beim Raubfischangeln. Also ich nehme auch gerne im Sommer Anis. Ja. Ist auch so süß. Es hat eine Auswirkung. Also ich sag mal, Knoblauch ist leicht scharf. Ne? Und gerade bei den Forellen im Sommer, ich hab's beobachten können. Ne? Wenn du wenn du wirklich Knoblauchpaste drauf hast, gerade wenn es richtig warm ist, du ziehst, die Forelle geht hinterher, die nimmt den Köder, aber die lässt den schnell wieder los, okay, weil dir das ein bisschen zu scharf ist. So, dann nehme ich Bananenpaste oder nehme ich Erdbeerpaste, zieh den genauso durch, die nimmt den und hält den fest. Okay. Und da ist dann meine Chance halt, einfach den Haken auch richtig das zu setzen. Stimmt. Und du hast es genau beschrieben, also beißend entscheidet der Fisch, ja, nur wie lange hält er den Köder im Maul. Und das ist genauso beim ist auch ein Raubfisch. Genau. Es geht nur darum, dass der Fisch der Köder länger im richtig Maul behält. Richtig, jo, richtig. Das im besten Fall vielleicht sogar noch schluckt. Ne? Ja, und jetzt gehst du wieder zu der UL-Route. So ist es, genau. Also wir wollen ja wirklich auf UL einfangen und von daher geht's jetzt weiter. Ich mache jetzt noch ein paar Würfe mit der Farbe und dann kommt definitiv eine etwas dezentere drauf. Und dann werden wir es damit probieren. Und dann gucken wir einfach mal. Ne? Also okay, wir hoffen mal, es bleibt einer hängen. Und wenn es mir zu sehr in den Fingern kribbelt, natürlich, wird dann mal eben die
Schwimmerroute mit der Paste zur Hand genommen. Die liegt ja schon im Wasser. Ne? Die wartet ja schon auf den Abnehmer. Stimmt. Oh. Guck mal, was war das denn? Direkt Einschlag. Ich habe den Spoon reingeschmissen und der ist sofort hier rechts zu mir rübergeballert. Ja. Heftig. Warte mal, was los? Der nächste, aber diesmal auf die Standroute. Schauen wir mal. Wo ist er? Oh, ich glaube losgelassen. Ich glaube losgelassen. Ja. Schwimmer ist gerade einmal kurz losgezogen. Hat sich im Kreis gedreht. Das war's. Ja, passiert auch, ne? Das ist halt so. Oh, nee, da ist noch dran. Jo. Der ist einfach nur ans Ufer gekommen. Der war chillig, der war echt zu rot. Hab ich aber selbst auf die Pose geguckt. Ich denk gerade. Auf einmal doch. Oh. Okay, ausgeschlitzt. Ja. Dann durfte er doch seine Freiheit genießen. Ne? Das gehört auch dazu. Ja, Freunde, und ich hatte es ja mal kurz vorhin erwähnt gehabt, UL, ganz leichtes Gepäck am Forellenteich. Ich war natürlich gerade auch mal kurz unterwegs. Ich brauche nicht mehr wie unsere SF-Bait, eine Passion, also meine Route Rollenkombi, ein Kescher. Ja. Hab dann hier mein Gürtelchen, habe ich hier um. Ne? Unsere Spoon-Bait, hab hier ein paar Spoons drin, da ein paar Gummis drin, Fischtöter mit Messer, Hakenlöser, das war's. Ja. Ich habe sogar eine Hand frei, wenn ich möchte. Und bin vorhin auch mal ein bisschen rumgelaufen, aber die Forellen wollen heute wirklich überhaupt keine Spoons. Und deswegen würde ich sagen, wir haben ja Fisch gefangen, das habt ihr gesehen. Wir gehen jetzt nach vorne, wir haben nämlich auch einen riesen Kohldampf mittlerweile, ne Salah? Auf jeden Fall. Und werden uns jetzt die Fische vom Xaver mal zubereiten lassen. Und seid dabei, seid gespannt, es wird lecker. Ja, Freunde, ihr seht ja, ich bin beim Xaver angekommen. Hi, Oliver. Hi, Xaver hat auch schon mal so ein bisschen was vorbereitet, den Fisch, den wir heute Morgen gefangen haben. Tja, der liegt jetzt hier schon ausgenommen, ne? Genau. Und ich würde sagen, ich übergebe jetzt einfach mal an den Xaver und alles Weitere. Ja, schön, Waldemar, dass du wieder erfolgreich warst bei uns. Super, auf jeden Fall. Ja, beim letzten Mal sind wir schon so ein bisschen auf das Thema Ausnehmen eingegangen und so. Genau. Und jetzt gehen wir einfach mal einen Schritt weiter und sagen, was machen wir denn damit, wenn der ausgenommen ist? Genau, und vor allen Dingen, oft ist es ja so, jetzt gerade, wo es warm ist, man ist unterwegs am Wasser, hat Fische gefangen, nimmt die mit nach Hause, kühlt die, gibt sich Mühe, dass alles vernünftig gekühlt ist. Aber wenn man zu Hause ankommt, ist die Frage, ist der Fisch noch gut, ist der noch frisch? Woran genau. Erkenne ich das überhaupt? Genau, ne? Das ist ein gutes Argument. Also ich sag mal, das haben wir natürlich das Problem auch öfters mal. Und dann ist die große Frage, kann man den Fisch noch essen? Genau, genau. Ne? Jetzt in unserem Fall ist er natürlich super frisch. Aber einfach mal zu zeigen, ist für viele wahrscheinlich selbstverständlich, aber dass wir einfach nochmal drauf eingehen. Da gibt es so ein paar grundlegende Sachen. Also das erste ist natürlich der Geruch. Ja, ja. Also Fisch muss neutral sein. Ja? Also kein Geruch irgendwie, dass es irgendwie fischig riecht. Ja? Dann gibt es den Drucktest. Ja? Man muss quasi, wenn man drauf drückt, muss das Fleisch sofort wieder hochkommen. Ich sehe genau, du drückst und das Fleisch genau, kommt direkt, kommt wieder, direkt hoch, wieder ne? hoch. Dann ist es auf jeden Fall frisch. Super. In unserem letzten Video haben wir den Fisch so ausgenommen, dass wir die Kiemen mit rausgenommen haben. Ja, ja. Haben wir jetzt hier aus Beispielgründen nicht gemacht, genau. Weil die Kiemen sind auf jeden Fall auch noch ein Indiz. Die müssen schön tiefrot sein. Ja, also nicht grau, nicht grau, ausgelaufen. Weiß. Oder schleimig. Ne? Also sobald man das Gefühl hat, es ist irgendwie kritisch, lieber nochmal angeln gehen und auf der sicheren Seite sein. Und immer an eine gute Kühlung beim Angeln denken. Genau, ganz, ganz wichtig. Genau, genau. Weiteres Ding sind die Augen. Ja? Also die Augen, die müssen schön glasklar sein. Ja, nicht weiß, nicht vorstehend, nicht eingefallen, nicht angetrocknet. Ja, sondern einfach wie so ein Auge im Prinzip aussieht. Ja, das sind eigentlich schon so die Hauptgeschichten. Ne? Ja, jetzt haben wir hier deine wunderbar gefangene Forelle. Jetzt machen wir zwei Sachen draus. Einmal braten wir den Fisch. Einfach ganz einfach als Filet. Ja. Und die andere Hälfte bereiten wir ein bisschen vor für die Grillsaison. Weil es jetzt ja Zeit, dass man draußen grillt. Ein bisschen in Folie, mit Kräutern ein bisschen. Ja, also genau, passend zum Thema. Ich sag mal, das sind ja so wirklich so die Sachen, die man am häufigsten macht. Ne? Genau. Zu Hause in eine Pfanne oder halt dementsprechend auf Grill. Geil, freue ich mich. Ja, so, wir legen uns den Fisch wieder hin. Gehen hinter dem Kopf bis auf die Mittelgräte. An der Mittelwirte entlang. Ja, und da haben wir schon wieder dieses knallrote genau, Filet. Ne? Rotes Filet, ne? Jetzt kann man auch nochmal riechen, ne? Und du siehst, es ist einfach es riecht super nach nichts, frisch. Ja. Es riecht nach nichts. Ne? Genau. So, jetzt haben wir hier. Drehen wir uns auf die andere Seite. So, jetzt haben wir hier unsere Filetseite. Hier sind auch die Bauchgräten dran. Haben wir im letzten Mal ja schon erklärt, aber gehen wir jetzt nochmal genau. rein. So, gehen wir runter. Schneiden zu lang.
Ich sag ja, das sieht jetzt schon wieder so herrlich aus, da kann ich jetzt schon reinbeißen. Ne? So, jetzt haben wir hinten natürlich noch einmal die Rückengräten, die drin sind. Genau, die ziehen wir jetzt auch nochmal schnell raus. Ja, damit wir uns nachher auch nicht verschlucken, ne? Genau. Das eine haben wir gesagt, braten wir. Dafür habe ich, gebe ja von euch diese wunderbare Räucherlage. Genau, richtig. Ja, ich habe schon gemerkt, du benutzt sie jetzt oft mal öfters, ne? Genau, ich benutze sie öfters. Es sind tolle Gewürze drin, ne? Großer Salzanteil natürlich, weil es eine Lake ist. Aber man kann es halt auch neben dem Räuchern zum Einlegen von dem Fisch verwenden. Ja, also viele Leute würzen halt den Fisch ganz normal mit Salz und Pfeffer. Genau. Und würzen vorher. Würde ich jetzt auch so machen, ne? Genau. Das Problem ist, man trifft die Oberfläche oder die Unterseite, aber es zieht nicht so intensiv in den Fisch ein, wie als wenn er in der Flüssigkeit liegt. Quasi in der leichten Salzlage. Ne? Ja. Genau. Im Prinzip wie beim Räuchern, nur halt auch beim Braten. Ja. Also du legst jetzt vorm Braten halt auch einmal komplett ein. Genau, ja? Einmal 10 Minuten, maximal 20, kommt immer ein bisschen drauf an, wie dick der Fisch ist. Ja. In eine ganz, ganz leichte Salzlage, jetzt mit eurem Gewürz. 3 bis maximal 5%. Perfekt. Ja? Perfekt. Ja. Also man kann sich auch einfacher machen. Ne? Genau, man kann sich auch einfacher machen. Ne? Vor allen Dingen ist es halt ein gleichmäßiges Ergebnis. Letztendlich ist da auch der Fantasie ja keine Grenze gesetzt, was man jetzt nimmt. Ich habe mich jetzt mal für das Spice entschieden, weil ich das schärfer bin, ein bisschen schärfer. Ja. Cool. Genau. Ein weiterer Vorteil von der ganzen Sache jetzt ist, beim Bratvorgang nachher, normalerweise, wenn man Fisch brät, tritt halt das Eiweiß aus, ja? Genau. Das Albumin. Genau. Ja? Wenn der aber in dieser Salzlake ist, passiert das nicht, weil halt quasi die Oberfläche so ein bisschen versiegelt. Versiegelt. Ist, ja, nicht wirklich versiegelt, aber ich sag mal, die Oberfläche ist quasi von dem Eiweiß befreit. So, ne? Cool, ja. So. Tja, Leute, hört gut zu. Das sind wirklich Tipps vom Profi, leicht zu Hause nachzumachen. Und mit wesentlichen Vorteilen. Genau, das stellen wir uns natürlich in den Kühlschrank, ne, während wir die andere Seite hier verarbeiten. Gut. Ne? Ja, jetzt haben wir natürlich unsere zweite Seite noch. Genau. Und da wollen wir einfach mal was zeigen, was man cool jetzt im Sommer auf dem Grill machen kann. Für zu Hause im Garten, ne? Für zu Hause im Garten. Ja. Oder halt im Backofen, wenn es regnet, wie auch immer. Ja. Alufolie, am besten doppelt nehmen. Ja. Ja, sonst brennt die auch zu schnell durch, ne, bei der Hitze. Brennt die zu schnell durch, genau. Damit der Fisch von unten jetzt quasi nicht verbrennt, ja, beziehungsweise nicht schwarz wird. Bio-Orange, gewaschen natürlich. Ungespritzt. Ungespritzt, ganz wichtig. Ja. Bio-Zitrone, gewaschen, ungespritzt. Ja. Ah, ich kann mir schon denken, was du vorhast jetzt. Okay. Ja. Einmal Butter. Du machst ein Bett. Ich mach ein Bett, genau. Ich mach ein Bett. Ein Butterbett jetzt in erster Linie. Ja, weil Butter bei die Fische, da ist schon wirklich was dran. Das gehört dazu, ne? Das gehört einfach dazu. Genau. Ein bisschen Butter drunter. Genau, so, jetzt legen wir hier quasi unsere Orange. Ein bisschen Zitrone noch mit dabei. Ganz große Frage. Kann ich die Orangen nachher, wenn alles fertig ist, mitessen? Die kann man mitessen, na klar. Ja? Na klar. Wenn man da der Fan von ist, dann kann man die auf jeden Fall schon mitessen. Ja. Dann haben wir jetzt unser Fischfilet. Ja. Das packen wir da einfach drauf. Da passiert jetzt auch nichts wegen der Säure, weil wir ja die Haut lange lassen. Genau, richtig. Da ist noch ein Schutzfilm zwischen. Genau, genau. Ja, jetzt geht's ums Würzen. Und da hast du ja was Cooles mitgebracht. Genau, oder? Richtig. Da habe ich mal was mitgebracht. Und zwar haben wir ganz neu mit unserem Sortiment unser Finch Club. Das heißt halt, das ist so eine kleine Box. Da findet ihr dann dementsprechend halt, ich sag mal, alle möglichen Gewürze drin. Piri Piri, Smoky Barbecue, Salt and Pepper, Spice, Kräuter und mediterran. Ja, und da ist ja noch so ein kleines, ich sag mal, so ein, wie so ein Rezeptebüchlein mit bei. Du hast ja auch mal reingeguckt, ja, ne? Ja, super. Und ja, ich denke mal, damit sollte man das Ganze mal machen, weil das kann man natürlich von seiner Liebsten zum Geburtstag geschenkt bekommen oder zu einem anderen Feiertag oder vielleicht seiner Liebsten auch mal schenken. Wie gesagt, ist alles mit dabei. Genau, kann man direkt loslegen. Genau, für jede Richtung was dabei. Genau. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Orange. Ich würde jetzt sagen, wir du hast ja jetzt die volle Auswahl. Wir bleiben jetzt einfach mal beim Spice. Ja, ne? Cool. Weil, ja. Ne, das ist jetzt schon ein bisschen wildere Kombi. Gehen wir einfach ein bisschen drüber. So. Ja, super. Und ihr müsst jetzt auch nicht mehr salzen oder sonst irgendwas. Da ist jetzt alles schon mit drin. Ja, ein bisschen von dem Gewürz drüber. Das war's. Genau. So, jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ziel. Legen wir uns noch ein paar Kräuter oben drauf. Ich habe jetzt hier ein bisschen Thymian, ein bisschen Dill, so. Und natürlich wieder Butter. Butter bei die Fische. Genau. Und zwar richtig ordentlich. Ne? Richtig ordentlich,
Genau, deswegen halt auch wichtig mit den zwei Lagen von der Alufolie, ja, ne, dass es halt dann nicht rausdröppelt. Ja, jetzt packen wir das Paket hier oben zusammen. Wickeln das zusammen, wie so ein kleines Geschenk, sage ich jetzt mal. Ja. Und fertig ist der Lack. Ja, jetzt am besten Kugelgrill, ja, oder halt mit Haube. Drauflegen, wie lange? Genau, 150, 180 Grad einregeln den Grill, egal ob Holzkohle oder Gas. Und dann bei so einer Filetdicke, ja, ich würde sagen, wenn der Grill richtig vorgeheizt ist, 10 Minuten, maximal 15. Also ein schnelles Gericht auch noch, ne? Ein schnelles Gericht, genau. Vor allen Dingen cool. Das Coole ist, du kannst es dir halt vorbereiten, ne? Du sagst, ja, morgen, heute Abend kommen meine ganzen Kumpels oder Freunde, wie auch immer, machst du dir morgens 10 so Dinger fertig, hast du abends keinen Stress. Ja, genial. Ne? Genial. Kann man also in die Kühlung rein, kann liegen lassen, genau, kann sie abends rausholen, muss nicht mehr viel machen, nur noch zack, genau, drauf im Grill. Genau, das ist alles. Perfekt. Ja. Ja, jetzt kommen wir auch schon zu dem Bereich gegrillten Fisch. Ne? Und ich sehe hier gerade, du hast megamäßig viele Beilagen. Ne? Was ist das ja, alles es genau? Sieht, es sieht ein bisschen mehr aus, als es eigentlich ist. Ja. Ne? Also es soll ja ein Gericht sein, wo wir keinen Stress haben zu Hause, genau, sondern genau, flott zusammen und ein leckeres Ergebnis. Deswegen machen wir einen kalten Spargelsalat aus rohem Spargel. Also das kennen die wenigsten. Die meisten Leute kennen nur den gegarten und gekochten Spargel. Ja. Aber Spargel ist ein super Gemüse, was man auch wirklich roh verwenden kann. Ja? Wir haben weißen Spargel und grünen Spargel. Ja. Weißer Spargel gibt so einen kleinen Trick, wenn man den knickt, ja, da wo der bricht, das ist das holzige Stück und hier ist alles super. Okay. Ja. Also ihr seht Leute, selbst mit so ganz einfachen Sachen kann man was richtig Tolles, ja, zaubern. Und ja, ich sag mal ein paar Handgriffe und du hast ein super Essen. Ne? Genau, genau. Ne? Das Einzige, was mit mal kurz so ein bisschen Arbeit ist, ja, das Schälen, ne? Ist das Schälen. Gut, aber das gehört zum Spargel dazu. Das gehört, ne, zum Spargel dazu. Den grünen Spargel muss man gar nicht schälen. Also da kann ich auch die Schale mitessen. Da kannst du auch die Schale mitessen. Genau. Endstück natürlich ab. Gewaschen. Genau. Und dann halt einfach in ganz feine Streifen schräge, runter. Genau, schräge Streifen. Genau, man, ne, kann es auch über einen Küchenhobel machen, wenn man jetzt nicht so flink, ja, ist mit dem Messer irgendwie. Ne? Oder mit dem Sparschäler einfach runterschneiden, wie in unserem letzten Video, die Gurken. Genau. Ne? Das Ganze habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Weißer Spargel, grüner Spargel. Und das Einzige, was hier dran ist, ist Essig, Öl, Salz und Zucker. Und ein bisschen Pfeffer. Das ist alles. Die Orange bzw. den Rest davon, das mischen wir jetzt einfach. So bekommen wir halt so eine fruchtige Note in die, ja, ganze Sache rein. Dann grün mit dazu. Das auch ein bisschen. Und für den besonderen Kick, grüner eingelegter Pfeffer. Ja, das hört sich ein bisschen wild an. Genau, passt richtig. Also aber, da hätte ich jetzt schon so. Passt aber super. Tatsächlich, ja, auch mit Erdbeeren da drin. Man denkt, es ist so ein bisschen wilde Kombi, aber die Schärfe und die Süße, das passt das super. Das passt, zusammen, ja. Genau, das Ganze. Das sind jetzt auch nicht viele Sachen. Ne? Weißer, grüner Spargel, bisschen, genau, Orange, genau, bisschen Pfeffer, bisschen Gewürze. Ist, genau. Und schon ist die Sache gut vorbereitet. Jetzt können wir schon haben wir die Beilage, ne? Unseren Fisch braten. Ja, cool. Ja, jetzt haben wir unseren Fisch aus dem Kühlschrank geholt. Genau, man sieht also auch schon wirklich so. So, der hat sich so ein bisschen zusammengezogen, ne? Und die ganzen Gewürze, die da mit drin sind, die Chilischoten, genau, und so, genau, Zeug. Ne? Ist halt wirklich mit eingegangen, ja, ne? Aber dem Fisch ist nichts passiert. Also er hat jetzt nicht gegart, ne? Ja. Weil halt die Konzentration sehr, sehr gering war. Ja, jetzt holen wir den quasi raus aus unserer... Also du tropfst den auch nochmal ab, bevor du ihn in die, genau, Pfanne tust. Genau, ne? Einmal kurz abtropfen. Ja. Also wenn da so ein bisschen Gewürze drauf sind, das ist nicht lässt schlimm. Du auch, ne? Das ist nicht schlimm, es geht halt einfach nur um die Flüssigkeit. Ja. Das jetzt werden wir gleich in die Pfanne geben, der uns nicht da... Damit das nicht sofort rumspritzt, ne? Ja. Ja, Pfanne. Ja, ich sehe gerade schon, hast du da einen bestimmten Tipp für uns? Mit wie viel Grad? Wie sollen wir loslegen? Ja, also grundsätzlich ist bei Fisch immer so die Regel, lieber langsam rangehen an die Sache, als zu heiß, zu schnell. Okay. Weil sich sonst das einfach zu sehr zusammenzieht, das Fischfleisch. Und, ach, okay, also erstmal auf kleiner Stufe, genau, anfangen, Pfanne, und dann genau, hochdrehen. Die, ja? Die Pfanne schon einmal wirklich heiß werden lassen, ja, dass man, wenn man die Hand drüber hält, wirklich schon merkt, da ist Temperatur da. Ja, zum Anbraten habe ich jetzt in dem Fall einfach ein neutrales Öl genommen. Ja, also ein Rapsöl in dem Fall, wenn man noch welches bekommt. Ja, Preis momentan. Das ist, ist schon extrem, ne? Ja. Ja, man könnte auch Olivenöl nehmen, allerdings muss man schon gucken, ab einem gewissen Punkt lässt sich das nicht so hoch. Wegen der Temperatur, genau, ne? Genau. Genau. So, jetzt haben wir hier unser Fischfilet. Das geben wir jetzt hier rein. Beziehungsweise machen wir, kommt zack, und es kommt, genau, sofort hoch. Es, ne, kommt sofort hoch, weil der Fisch halt einfach auch so wahnsinnig frisch ist. Ja. Brätst du den nur einseitig an? Oder? Ich brate ihn zu 70% auf der Hautseite, ja, weil die quasi ja das Fischfleisch schützt, sage ich, mhm, mal. Genau. Wir wollen die, genau, Haut in dem Fall jetzt auch nicht mitessen, weil wir den Fisch nicht geschuppt haben. Hätten wir jetzt gesagt, wir schuppen den Fisch vorher, ja, dann könnte man kurz anmelieren und dann auf der Hautseite braten, dann kann man die Haut auch super mitessen. Ja, aber wir ziehen die gleich runter, deswegen ist die für uns das gar nur so eine Schutzschicht, okay, sage ich mal. Also, ja? Drehst du die nachher auch mal kurz, den lässt sie mal kurz anbraten und dann wieder auf die Haut drauf, ne? Genau, genau. Okay. Damit wir jetzt da so ein bisschen Power reinkriegen. Ja. Knoblauchzehe,
Einmal kurz mit dem Messer andrücken. Ja, Knoblauch ist immer gut. Knoblauch ist immer gut. Ja, die Schale grob so ein bisschen. Hilft nicht nur gegen Vampire. Ja. Aber natürlicher Geschmacksverstärker. So ist es. Ja. So, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Thymian. Ja. Und ich habe ein bisschen Salbei. Ist jetzt nicht jeder so der Fan von, aber ich persönlich finde, das passt ganz gut. Jetzt siehst du schon am Rand, wie halt quasi es weiß wird leicht. Quasi der Garprozess im Prinzip schon anfängt. Ja. Okay, du guckst jetzt einmal noch mal die Haut an. Einmal kurz, ob es jetzt zu heiß war. Weil hier draußen mit dem Wind muss man halt echt so ein bisschen gucken gerade. So, jetzt siehst du es, wir kommen jetzt so langsam, zieht es von außen quasi nach innen. Ja? Wenn das, sag ich mal, so ein Daumenbreit ungefähr ist von der Breitseite des Fisches, kommen wir wieder zum Butterthema. Dann kommt Butter bei den Fische. Ja. Jetzt dann muss man natürlich gucken, dass die Pfanne nicht zu heiß ist. Ja? So, und dann geben wir unsere Knoblauchzehe mit rein. Bisschen Salbei, bisschen Thymian. So, und jetzt schmuggeln wir das richtig einmal mit. So. Ja, Leute, ihr könnt es zwar nicht riechen, aber ihr könnt es ja sehen und es sieht einfach schon genial aus. Ne? Es ist einfach nur boah, lecker. So, und jetzt, wenn man halt auch ein bisschen Zeit hat, einfach mal die Butter nehmen, die hier unten oben drauf. Genau, so kommt halt wirklich auch der schön Geschmack rein. Richtig in den Fisch rein. Ja. Und wie gesagt, das. Die Lösung ist einfach langsam rangehen, sich keinen Stress machen, ganz in Ruhe den Fisch garen. Ja, und du siehst, dadurch, dass wir den eingelegt haben, in die Salzlake tritt jetzt hier das Eiweiß nicht kein aus. Weißes Zeug, was da so austritt. Genau. Du hast halt einfach nicht den Austritt. Jetzt drehen wir den einmal ganz kurz. Lecker. Und wirklich gar nicht lange. 21, 22, ich sag mal. Boah, jetzt ist der Wind auch zu mir rübergekommen. Genau. Oh, einfach jetzt, nur herrlich, ey. Und jetzt siehst du hier schon an der Seite, wie halt sich die einzelnen Fischsegmente quasi, wie sich das löst. Die und jetzt sind wir schon am super Bereich. Jetzt sagen wir schon Stopp. Okay, ready, das reicht. Und ein bisschen ruhen lassen. Genau. Okay, also du lässt den Fisch nochmal ein bisschen nachziehen, dass die Wärme auch wirklich, also die Wärme wirklich komplett durch den Fisch einmal gezogen ist, ne? Genau. Der durchgegart ist, ja. Ja, und dann sind wir eigentlich schon hier ready. Und dann geht's auch schon los. Dann geht's auch schon los, genau. Wir haben hier unseren Spargelsalat. Ja, den packen wir jetzt hier ein bisschen am Teller drauf. Es ist halt auch super für den Sommer. Ne? Ja. So, jetzt haben wir hier unseren Fisch. Den einmal kurz abtropfen lassen. Ja. Jetzt drehen wir den um und nehmen einfach die Haut ab. Weil wir haben ja gesagt, wir haben nicht geschuppt. Genau. Ja, auch wenn sie lecker aussieht, aber das wäre nee, das muss nicht sein. Nachher hast du so viel Knusper. Nachher hast du so viel zwischen den Zehen. Ja. So, und jetzt einmal hier drauf. Und das zweite Stück. Ganz einfach ablösen. Und dann habe ich hier noch Zitronenöl, die kann man so kaufen im Supermarkt. Das gibt dem Ganzen halt nochmal so eine gewisse Frische. Perfekt. Und perfekt ist die ganze Perfekt. Geschichte. Guten Appetit, Walter. Ja, das sieht nicht nur herrlich aus, es riecht herrlich und ich bin zu 100% überzeugt, es wird auch richtig herrlich schmecken. Und jetzt bräuchte ich mal so ein Gäbelchen. Ja, habe ich mitgemacht. Weil jetzt haben wir genug davon geredet. Okay, zwei. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch zwei mit. Ja, dann komm mal rüber, mein Freund. Ja, fang schon mal an. Gut, ich probiere mal. Aber lass mal was drin. Ah. So, auf jeden Fall mal so ein Stück Spargel. Weil das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, roh. Mmh. Mmh. Ja, das hat er noch bis so ein bisschen die ganze Geschichte. Boah. Und mit dem Fisch. Leicht säuerlich auch noch mit dabei. Süß, geil, einfach nur geil. Mmh. Ich glaube, ich lasse mal noch ein bisschen mit der Kamera stehen. Ne? Hast du mal was mit so einem Pfefferkorn gehabt? Mhm. Das ist witzig, ne? Es gibt halt schon einmal so einen richtigen Kick. Aber mit der Süße und der Orange. Geil. So, dann machen wir jetzt mal eins. Wir tauschen mal. Und jetzt darf der Salat mal kommen. Also sieht echt gut aus. Und eins ist mir aufgefallen. Mhm. Bei dir die Mischung aus Obst und Salat gar nicht weit auseinander. Also bei dir landet ganz schnell Obst im Salat und vielleicht Salat im Obst nicht. Ja, man muss auch so ein bisschen think out of the box. Ne? Einfach mal die Sachen kombinieren, wo man denkt. Lass es dir schmecken. Ja. Genau, guten Appetit. Oh, der Fisch ist gut. Und mega, ne? Einfach glasig. Echt ne? Wahnsinn. Einfach nur mega. Spargel habe ich noch nie roh gegessen, quasi. Und mit dieser. Kannst du da bleiben? Ich guck mal, ob ich gleich noch eine Aushilfe finde, die Kamera halten kann. Ne? Geil, ne? Boah,
Einfach nur geil. Gute Kombi, ne? Sehr gut, freut mich, dass es euch gefällt. Ja. Richtig gut, super. Ja, Freunde, da sind wir auch schon wieder. Ja, wie ihr das mit dem Fisch macht, mit dem Braten, haben wir euch jetzt gezeigt. Und der Xaver eher gesagt, wie ihr einen leckeren Grillfisch zubereitet, hat er euch vorhin auch gezeigt. Das Einzige, was ihr danach machen müsst, ist nur noch auf den Grill legen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem anderen Gericht. Genau, jetzt geht es mal um den Aal quasi. Ja. Das ist ja auch so ein Thema im Sommer. Ne? Genau, es gibt ganz viele Aalangler, die momentan unterwegs sind, die wirklich da ihr Glück versuchen, das goldene Tier zu fangen. Ne? Genau, und dann kann man den natürlich super räuchern. Ja. Das ist jetzt in dem Fall hier auch schon passiert, eingelegt in eurer super Räucherlake. Und dann heiß geräuchert. Also kann man für alle Fische nehmen halt. Du hast sie jetzt auch mal für den Aal benutzt. Ne? Genommen, genau. Super, genau. Perfekt. Ja. Und ich habe mir gedacht, wir wollen einfach mal gucken, was kann man eigentlich noch so aus dem Aal machen. Ne? Ja. Weil letztendlich, die meisten Leute kennen halt Aal mit Rührei oder Aal auf Schwarzbrot mit Meerrettich. Und dann wird es schon dünner. Genau, dann hört es schon langsam auf. Ne? Genau. Und wie nehme ich den halt richtig auseinander? Ne? Ob man jetzt im Geschäft kauft oder selber angelt, selber räuchert, letztendlich bekommt man den ja so. Genau, ne? Ja, das ist so das fertige Produkt. Genau, das ist so das fertige Produkt. Ja, den legen wir uns hin. Ja, gehen quasi hinterm Kopf her, schneiden quasi den Kopf ab. Ja. Beim Aal kann man auch wirklich alles verwerten. Machen wir auch mal in einem Herbstvideo, würde ich sagen. Da kann man eine super Hamburger Aalsuppe draus kochen. Oh ja, aus der Schale. Oh ja, das ist oh ja. Ein Bauchfond. Aber oh das ja. Ist für den Sommer jetzt vielleicht ein bisschen zu. Ja, dann, wenn du jetzt siehst, hast du ja quasi beide Seiten von dem Fisch. Genau. Und in der Mitte wieder die Wirbelsäule. Ja. Also Wirbelsäule jetzt nicht, aber. Ne? Und da gehst du jetzt auch einfach entlang. Einfach entlang, oben drüber. Also für die Tiere so gesehen, genauso, genau halt wie die Forelle, zack. Ja. Eine Seite, ja. Und jetzt drehen wir uns den einmal um. Und machen die ganze Geschichte nochmal von der zweiten Seite. Dann legen wir uns den hin, nehmen wieder den Bauchteil raus. Wieder einen Schnitt und auf der anderen Seite das gleiche in grün. Holst einmal die Gräten weg, ne? Genau, einmal. Ich glaube, das war es jetzt eigentlich auch schon soweit mit Gräten, ne? Ja, genau, das war es jetzt. Ne? Jetzt ist quasi grätenfrei. Ja. Was wir natürlich jetzt noch haben, ist die Haut. Und da den Fisch einfach umdrehen. Und vom Schwanzende her schauen, dass man den Anfang kriegt. Mit dem Finger, ja? Genau, dass man den Anfang kriegt und dann die Hand draufhalten. Und vorsichtig abziehen. Leute, ihr riecht es gerade nicht, aber ich habe schon so diesen Aalgeruch habe ich schon in der Nase. Und bei mir. Ja komm, da gebe ich dir doch schon direkt mal ein Stückchen. Ja, da freue ich mich. Dankeschön. Geil. Ja. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite genauso. Nun ist unser Aal auch schon fertig zur Weiterverarbeitung. Super. Als wir unseren Räucherofen anhatten heute Morgen für den Aal, haben wir nicht nur den Aal da reingehangen, sondern rote Beete. Das geht auch. Das geht auch. Generell, Gemüse räuchern ist so ein Ding, das kennt nicht jeder, ist aber super einfach gemacht. Das werden wir das nächste Mal machen. Das Leute, machen wir. Das Thema werden wir für euch aufgreifen. Genau. Gemüse räuchern. Das ist die gekaufte rote Beete, die schon vorgegart ist aus dem Supermarkt. Ja. In jedem Regal findet, einfach für 20 Minuten mit in den Rauch rein. Für den Geschmack, ne? Für den Geschmack, genau. Damit kriegt man selbst Leute, die sagen, oh, rote Beete, das ist so ein Kindheitstrauma, kriegst du wirklich an die Beete. Du wirst es gleich sehen. Ja? Einfach mit reingehangen, sonst ist damit nichts passiert. Ja? Also aus der Verpackung genommen, aus dem Glas und genommen. Kurz abgetrocknet und mit zum Aal in den Räucher. Na klar, der nimmt natürlich dann so schön den Rauch noch mit auf, auch vom Aal, dann der Geruch und alles. Ne? Genau, die schneiden wir uns runter. Wir haben noch ein bisschen von unserem grünen Spargelsalat übrig. Hier haben wir noch so ein bisschen Brot vom Vortag, wieder Würfel geschnitten, wie beim letzten Mal, kurz in der Pfanne. Ja, für den Crunch, ne? Für den Crunch und fertig. Unser Teller. Ja, auch wieder ein Gericht, denke ich mal. Ganz schnell, ganz schnell ganz vorbereitet. Easy. Genau, ohne Stress. Man hängt das einfach alles zusammen genau. In den Ofen, schneidet es nachher ein bisschen runter. Den grünen Spargel, den wir noch hatten hier. Wie gesagt, den Spargelsalat hier drauf, unsere rote Beete. Ich habe jetzt noch so ein bisschen Essig- und Ölmischung. Einfach nur Essigöl. Bisschen fertig. Drauf. Genau, ein bisschen drauf. Ein bisschen Salz, aber wirklich auch echt nur dezent, weil der Fisch ist ja an sich schon sehr salzig. Ja. Ein bisschen Pfeffer. Ja, dann nehmen wir mal hier unseren Aal. Ein bisschen Aal, ne? Und ein bisschen Aal. Ja, ein bisschen Aal. Und dann habe ich Meerrettich aus dem Glas. Nicht nur als Bild ein Gedicht,
Ich kann mir auch vorstellen, ich habe jetzt die einzelnen Komponenten gerade schon gegessen, aber alle zusammen, geil. Ein bisschen was für den Crunch. Oh, dann machen wir noch ein bisschen grün. Geil. Und fertig ist die Geschichte. Geil. Auch wieder, wie lange hat es gedauert? 5 Minuten. 2 Minuten. Und man hat einfach, ein Gericht. Einfach nur mega. Guten Leute, Appetit, Waldemar. Also, Dankeschön. Das sieht nicht nur geil aus, das wird auch gleich geil schmecken. Und weißt du was? Zur Feier des Tages mache ich eins. Ich hau einfach mal was raus. Und zwar hier unsere Gewürze, oder eher gesagt die Gewürze, die könnt ihr bestellen. Da geht ihr einfach auf die Internetseite fischclub.com, gebt den Rabattcode ein, gebt dort Waldemar rein und ihr kriegt 20% auf alle Gewürze. Ihr könnt euch entweder so eine Mischbox holen oder aber ihr, wenn ihr einen besonderen Favoriten habt, könnt ihr auch nur diesen Favoriten holen. Deswegen komm, die 20 hau mal raus, wa? Stark. Zur Feier des Tages. Stark. Leute, geil. Starke Aktion. Und es ist wirklich für jeden was dabei, ne? Ja. Das muss man sagen. So. Und ich werde jetzt erstmal eins machen, bevor wieder der Salah auf die Idee kommt, dass ich die Kamera halten darf. Werde ich es mal kurz probieren und dann selbstverständlich werde ich dich gleich auch mit nach vorne lassen. So, wir machen eins, ein bisschen davon, ein bisschen davon, weil das muss man tatsächlich genau, alles, alles zusammen auf der Zunge zerfließen lassen. Noch so ein bisschen von dem Spargel hier, weil ich bin so begeistert von dem Spargel. Ein bisschen Meerrettich ist auch drauf und oh. Geil. Ja? Geil. Also das Erdige von der Beete, ja, holt so ein bisschen den Aal ab. Geil. Einfach nur geil. So, das hebt sich auch so ein bisschen auf. Man hat nicht nur so einen penetranten Geschmack, sondern von jedem etwas. Einfach nur mega, Leute. Also wenn ihr das jetzt probieren könntet, ihr werdet begeistert. Aber ihr könnt es zu Hause auch nachmachen. Deswegen probiert doch mal das Ganze. Versucht es mal. Und wenn nicht, ich glaube, demnächst kann man auch hier bei euch, kann man ja sowieso essen kommen, ne? Genau, bei uns kann man sowieso essen kommen, genau. Auf jeden Fall auch Aal angeln natürlich. Ja, selbstverständlich, genau. Denn die Aale sind nämlich ganz dick hier im Angelpark zur Grafenmühle, das weiß ich. Und es ist auch einiges drin, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und gerade jetzt in der Sommerzeit ist der Aal natürlich ein Riesenthema. Ja, ich danke dir vielmals. Super gerne, Freund, schön, ich bedanke mich bei euch für euren bisherigen Support. Vielen Lasst Dank. Ein Like auf der Seite da, ja. Und ja, ich werde mir das jetzt erstmal gönnen, ne? Danke dir. Guten Appetit. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.